zu dir. Muss das wirklich sein? Ja. Also, nicht, dass ich will, aber könnte man das Ganze nicht ein bisschen verschieben, wenn ich ein, zwei Länder erobert habe? Fünfte. Nein. Und was hältst du von unserer neuen Herrin? Ich fürchte. Ich fürchte nicht. Wie bitte? Schatzi! Und du? Und du? Beide sind nicht erlaubt.
Tollpatsche. Ihnen geht mehr der Regen als die Gewinn. Isabella, die schöne Tänzerin aus Sizilien, der Schwarm aller Dottores und Kapitanes. Und solange das Theater besteht, wird sie keine Kino angehören. Zuletzt, aber nie hinten dran, das ist Arleccin, der immer Hunger hat und immer arm ist. Aber zuletzt hat er noch die Nase vor. Das Spiel möge beginnen. Thank you.
dumm und ungeniert. Jetzt habe ich einen gewünscht, ich habe einen gewünscht, der hat funktioniert. Ich bin verschluckt, wir wollen hier einzubringen. Ich bin nur ein armer Wegfressmann und habe mich in eurem Schloss gehört, als ich das Brot abliefern wollte. Brot abliefern, selbst gegessen hat er es. Und eingeschoben in seinen Mops. Seht ihr? Ein Lieber, das in meiner Wiese bist du. Das fühlst du, du Lump. Jetzt möchte ich einmal sehen, was für einen Mann ich heiraten soll. Ein Dieb, in meinem Schloss. Und er stiehlt das Beste, was wir haben, unser Essen. Du gemeine Kerl, was hast du für deine Rechtfertigung zu sagen? Ehrwürdiger Herzog. Ich hatte einfach Hunger. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen. Das ist doch Kleinigkeit, uns in unseren köstlichen Brotbecken einzuschieben. Und abweisen noch dazu, unappetitlich überall. Meine Kinder weinen zu Hause vor Hunger. Hunger hast du? Hunger hast du? Nun, da gibt es doch etwas gegen den Hunger. Etwas ganz Einfaches noch dazu. Was meine ich? Ja. Hör mal zu, du musst einfach mehr essen, dann hast du keinen Hunger mehr. Jetzt aber endlich das Essen und die Kohlenhydrate und Augenessen ausnahmsweise. Wie wurde mir zur Mittagszeit?
Thank you.
nicht, dass euer Herrscher bedroht ist. Bedroht von dieser schrecklichsten aller Hexen.